Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Metroid. Das letzte Mal haben wir erfolgreich tatsächlich Ridley besiegt. Das war der letzte, der Standardboss in diesem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mich bei meinem Schiff komplett geheilt, sowohl Energie als auch Munition und eben nochmal gespeichert. Und jetzt sind wir kurz davor, tatsächlich hier in das letzte Areal des Spiels zu gehen, würde ich mal vorschlagen. Autsch. Dafür müssen wir zu dieser komischen Statue, die ich schon öfters mal angesprochen habe, aber die ich noch nie gezeigt habe, glaube ich. Von der die Existenz noch angezweifelt wird, quasi. Mal gucken, ob ich sie finde oder nicht. Voll durchspeeden. Puh, okay. Sollte es etwa gelingen, das Spiel bald zu beenden, das wäre so wunderbar. Vielleicht schon im nächsten Part? Fragezeichen? Nee, das ist ja wohl Wunschdenken, oder? Ich will endlich fertig sein mit dem Spiel. So, wohin muss ich jetzt? Ein Blick auf die Karte. Ich glaube hier lang, also hier nach Dingsens. Ich bin ja bekennender Typ mit Rechts- und Linksschwäche, deswegen kann ich fuck ich das immer ab, rechts und links zu unterscheiden. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das merken soll. Und solche tollen Sprüchwörter wie rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ja, die helfen mir leider nicht weiter. Ich habe mir jetzt irgendwann mal gemerkt, dass rechts da ist, wo auf der Tastatur das L ist. Und links ist da, wo auf der Tastatur das R ist. Naja. So, das hier ist die geile Statue, die wir jetzt gefunden haben. Und hier sind die Figuren der Bosse. Und nacheinander explodieren die jetzt. Weil wir alle besiegt haben. Nice. Brainy da, dann dieser Fettwanst. Dann dieser komische, den wir elektroschockt haben. Und dann ganz oben Ridley. Sehr coole Sache. Was ist denn mit dem... Aber ein paar Bosse fehlen, oder? Was ist denn mit dem Panzer... dem Parasiten, den wir ganz am Anfang besiegt haben. Und auch dem Typen, den wir in die Lava schubsen mussten. Die sind hier doch gar nicht bei, oder sehe ich das falsch? Warum fehlen die? Sind die nicht so wichtig? Sind die in der Hierarchie der Bosse unten angesiedelt, oder was? Naja, okay. Sei es mir egal. Die Statue versinkt und ein neuer Weg offenbart sich uns. Wir können gar nicht zurück, sehe ich gerade. Oh yeah. Oh doch, jetzt können wir zurück. Wahrscheinlich weiß ich nicht wieso. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. So, aber das letzte Gebiet des Spiels. Es ist... Wie heißt das nochmal? Fällt es mir ein, bevor ich auf die Karte gucke. Es ist... wie heißt das nochmal? Nein, mir fällt es nicht ein. Es heißt Turian, genau. Der klingt wie ein Auto von VW, der VW Turian. So, ein Speicherpunkt, den hätten wir natürlich ganz gerne. Speicherpunkt ist immer beliebt. Vor allem, wenn wir noch so gut ausgestattet sind, gerade mit Munition und Energie. Also, wenn wir abkacken sollten, können wir uns hier wieder erschaffen lassen, an diesem Speicherpunkt. Sehr geile Sache. So, das ist der einzige Weg, der uns offen steht. Scheiße, direkt mal in die Lava gesprungen. Und man hört schon das Blubbern der Lava, weil das hier alles... Wow! Wer ist er? Das hier sind jetzt wirkliche Metroids, oder was? Metroids besiegt man ja... Ey, was sind das denn für Dinger hier? Sind die direkt aus Mario World geklaut, oder was? Oh no, was ist denn jetzt los? Ich habe gehört, diese Metroids besiegt man immer mit... Hallo? Kann ich mal bitte hier... Hallo? Lässt du mich mal bitte los? Wie lässt der einen los? Na dann halt nicht, ne? Dann ignorieren wir es einfach, wenn wir ihn nicht abschütteln können. Wir bekommen zum Glück keinen Schaden, während wir die Screw Attack machen. Von der... Oh nein, wir müssen alle besiegen. Na toll, aber der lässt mich doch nie los. Was soll ich denn tun? So vielleicht? Nee. Hä? Wie kann man den denn jetzt von seinem... Wie kann man ihn denn... Oh Mann, so eine Scheiße hasse ich ja wieder komplett. Warum? Wie kann man denn jetzt loswerden? Man kann ihn nicht mehr loswerden, das geht nicht. Man muss den Raum verlassen und neu reingehen wahrscheinlich. Aber sowas ist doch echt uneinsichtig. Woher soll ein Spieler das wissen? Man probiert doch jetzt natürlich alles aus, um ihn zu töten, aber es geht nicht. Naja, okay. Wir probieren unser Glück einfach nochmal. Es gibt insgesamt 3 oder 4 Metroids, habe ich hier gesehen. Und ich möchte nicht so gerne mit mehreren auf einmal kämpfen. Oh, nein, nein, nein. Wo ist er jetzt hin? Oh, das war knapp. Also man darf sich nicht berühren lassen von denen, sonst ist man am Abkacken. Zum Glück geben die recht viel Energie und so Zeug. So, wo ist der nächste hier auf der Speisekarte?
Hier ist er. Yes, direkt getroffen. So. Nein! Oh, fuck, jetzt hatte ich nicht die Screw-Attack aufgeladen. So, gibt's noch einen oder war das der letzte? Ich feuer mal vorsichtshalber. Yes, präventiv. Und ja, das hier ist dann der letzte. Okay. So, jetzt sollte die Tür offen sein. Sehr gut. Das läuft doch schon mal hier. Turian ist das kleinste Gebiet. Wie man sieht hier, das ist auch recht linear, also sonderlich viel. Auswahlmöglichkeiten an Wege gibt's da nicht. Oh nein, zwei auf einmal, das ist nicht so cool. Haha, aber beide vereist. Oh no. Okay, cool. Autsch, verdammt, das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein Power-Up. Okay, dann gehen wir direkt weiter den Weg entlang. Ich glaube, gleich kommen wir nochmal bei einer Speicherstation vorbei. Und das ist ziemlich geil, das freut mich sehr. So, du darfst erstmal hier auf die Fresse bekommen. Boah, was schießen die? Die haben es hier echt hart auf uns abgesehen, diese Laser-Dinger. Oh! Oh Gott, ey. Also sehr atmosphärisch, dass hier die Musik so halbwegs fehlt. Finde ich ja recht cool, sowas immer. Ich möchte gerne von hier auf ihn runterknallen. Geht das? Oh, shit! Das hat zu lange gedauert. So, jetzt aber, jetzt sollte er tot gehen. Sehr gut. So, haben wir noch einen Kollegen hier oder war das der letzte? Das war tatsächlich der letzte in diesem Gebiet. Okay, weiter geht die lustige Geschichte. Ja, da unten ist noch ein Speicherpunkt. Vielleicht kommen wir sogar bis dahin in diesem Part. Das wäre natürlich ziemlich geil. Nein, okay, das haben wir verkackt. Nochmal raus und rein. Es gibt bestimmt auch einen Trick, wie man es mit denen richtig macht, aber ich habe natürlich keine Ahnung davon. Falls jemand diesen Trick kennt, so schreibe er ihn doch in die Kommentare. Mich interessiert sowas ja immer. Was mache ich immer falsch? Oh, fuck this, ey. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Naja, okay, man muss hier echt perfekt spielen. Man darf sich nicht treffen lassen von keinem. Sonst hat man nämlich verkackt. So, sterb du erstmal zuerst. Jetzt, oh Mann, dieses scheiß Laser. Oh, jetzt kommt er hier auch noch. Was ist das denn für einer? Oh. So schnell erstmal. Ich kack. Nein, oh, fast aus Versehen rausgegangen. Ich hasse es ja, dass das so dumm ist, die Waffen hier zu wechseln. Mit dem Select-Knopf, weil man damit die... Damit impliziert man ja, dass man mit dem Daumen vom Steuerkreuz weggeht. Das finde ich echt ein bisschen uncool gemacht. Nein! Bei dem letzten, ey. Oh, der letzte hat uns noch erwischt, ey. Das ist ja super ärgerlich. Ich glaube, ich hätte mir das Waffenwechseln legen mal auf eine andere Taste legen sollen. Zum Beispiel auf einen Schulterknopf oder so. Die sind ja eh nicht belegt. Ah, nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, oh, wie knapp! Oh, Mann! Sterbe! Oh, gut, Alter. Meine Herren, ey. What the hell? Wow. Alter, ey. Das hier ist echt eine Hausnummer. Alter, Mann, ey. Zum Glück droppen die immer recht viel Energie, sodass man wieder gut aufgefüllt wird. Autsch. Okay, kann ich die ignorieren? Ja, kann ich. Gut. Das ist schön. Ich muss die Gegner nicht töten. Ich komme auch so weiter. Eine Chozo-Statue. Oh, aber sie ist... Kein Hindernis für uns. Sie zerfällt direkt zu Staub. Okay. Aha, hier sind alles lustige Gegner, die wir bereits kennengelernt haben auf unseren Reisen. Aber die sind jetzt kein Problem mehr für uns. Wieso kommen wir hier nicht weiter? Was ist mit ihm hier? Ist er böse? What? Okay. Ja, hier saugt die ganzen Gegner mal aus. Das finde ich gar nicht so geil. Muss ich gegen ihn kämpfen jetzt oder was ist hier los? Oder kann ich jetzt weitergehen? Oh nein! What the? Shit! Sollte das so... Fuck! Und der draint auch ziemlich schnell unsere Energie. Das finde ich gar nicht so geil. Fuck! Thank you.
Ich hätte ganz gerne Energie jetzt ein bisschen. Ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Habe natürlich ein paar Energy Reserve Tanks, aber trotzdem hätte ich ganz gerne jetzt eine Ladung Energie. Ich glaube, das war tatsächlich... Das war der Metroid, den wir hierhin zurückgebracht haben. Der letzte Überlebende in seiner Fiole, der aber ausgebrochen ist bei Ridley. In dem Raum hinter Ridley haben wir die zerbrochene Fiole ja gesehen. Und ich glaube, er hat jetzt erkannt, dass wir in Wirklichkeit seine Mutter sind. Und deswegen hat er von uns abgelassen. Das ist nett. Finde ich cool. So. Und schön, dass sich hier direkt eine Auffüllstation von Energie befand. Das finde ich sehr cool, sowas. So. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch einen Speicherort. Und da unten sehe ich ihn schon. Er wird mir schon angezeigt auf der Karte. Da bin ich sehr froh drüber. Also wir nähern uns sehr schnell jetzt dem Ende des Spiels. Sehr viel ist es nicht mehr. Ich glaube, im nächsten Part sollte es tatsächlich schaffbar sein zu beenden. Oh je, oh je, oh je. Hier droppen wir nochmal nach unten, aber viel zu weit, als ich eigentlich wollte. Ich möchte doch noch hier speichern. Sehr cool, komplett aufgeladen. Drei Missiles fehlen, aber okay. Da scheißen wir einfach mal drauf. Puh, okay. Was sagt die Karte? Ja, da unten. Da unten, das ist der letzte Raum. Ich glaube, ich mache diesen Part ein bisschen kürzer und beende ihn jetzt schon, damit wir im nächsten Part dann das epische Finale von Super Metroid erleben können. Endlich! Oh Gott! Und ich freue mich schon auf die Zeiteinbindung am Ende. Und ob ich es geschafft habe, den Rekord zu erhalten mit dem langsamsten Metroid-Let's Play aller Zeiten. Wir werden es dann herausfinden. Bis dann, Leute, und ciao!